Willkommen zurück hier bei Arma 3. Das wird die dritte, nein Quatsch, vierte Let's Play Folge. Wir haben schon drei gemacht, meine Güte. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, letztes Mal haben wir uns mit den Fahrzeugen beschafft. Ich bin ein bisschen mit dem, weiß ich gar nicht wie er heißt, rumgefahren. Granatwerfer oben drauf, stark gepanzert, ihr wisst was ich meine. Ja, jetzt geht es weiter, soweit ich richtig gelesen habe, mit den Helikoptern. Müsste die nächste Präsentation sein, genau, Helikopter. Testen Sie den Helikopterflug von Arma 3. Transportieren Sie eine schnelle Eingriffstruppe zum Schauplatz eines Angriffs auf eine unserer Anlagen. Ja. Klingt einfach, wird es wahrscheinlich nicht sein. Und wir starten einfach mal durch. Kleine Info an alle, ich spiele mit Joystick. Deswegen habe ich meistens einen ziemlich guten Vorteil gegenüber anderen Helikopterpiloten. Weil ich dieses Gedöns mit der Maus und dem WASD-Tasten nicht habe. Also ich kann ganz geschmeidig mit dem Joystick fliegen. Deswegen kein Herzinfarkt kriegen, wenn ich hier Meter hoch über die Gebirge bretter. Ich kriege das schon immer irgendwie gebacken. Gut. Situation. Die Camino-Basis wird angegriffen. Wir glauben, dass feindliche Truppen sich mit örtlichen Guerillas zusammengetan haben und jetzt einen Überraschungsangriff durchführen. Ein motorisiertes, schnelles Eingreifteam wurde in das Gebiet geschickt, aber unsere Truppen brauchen sofort Hilfe. Drei SF-Truppen, Viper Red, Blue und Green, bereiten einen Angriff vor. Die Teams werden mit Helikoptern abgesetzt. Rufnamen Hydra, Chimera und Dragon. Startpunkt ist das Stratis-Flugfeld. Mit Luftunterstützung müssten sie die Feinde... Mit Luftunterstützung müssten sie die feindlichen Truppen zurückschlagen können, bis die Verstärkung eintrifft. Ja. Transportieren Sie das schnelle Eingreifteam zu unserer Basis und leisten Sie Luftunterstützung. Halten Sie die Basis, bis Bodentruppen zur Verstärkung eintreffen. Durchführung. Gehen Sie an Bord des Helikopters, warten Sie, bis das Viper-Team einsteigt und starten Sie dann. Transportieren Sie das Viper-Team zum Camino-Sektor und landen Sie an einer sicheren Position in der Nähe der Basis. Leisten Sie Luftunterstützung für die Verteidiger der Basis, bis Bodentruppen eintreffen. Kehren Sie zum Stratis-Flugfeld zurück, wenn sie ihre Einsatzziele abgeschlossen haben. Signal. Mein Gott, das sind das viele. Ja, das muss ich jetzt nicht durchlesen. Das ist alles klar, wer, wo. Die ganzen anderen Helikopter, die sind alle auf meiner Seite. So, da muss ich überall... Ach du Scheiße. Also wir sind wieder die Roten. Wir sind also die Iraner. Ich bin der Helikopterpilot. Hier sind feindliche Kräfte... Da sind feindliche Kräfte, die unser Ziel belagern hier, dieses Camp. Und wir müssen diese neutralisieren. Ja, gucken wir einfach mal, wie es abläuft. Wie lange ich in der Luft bleibe. Ich neige ja manchmal dazu, abzustürzen. Wie ihr vielleicht in DayZ schon gesehen haben solltet. Kommt alles vor. Helikopter in DayZ bzw. in Arma 2 waren auch nicht so ganz das Wahre. Vor allem der Autohover hat... stellenweise für Verwirrung gesorgt, weil er einen Helikopter auf den Kopf drehen kann und so weiter. Ist ungesund. Fühlt sich auch genauso an. Stratis Luftwaffenschutzpunkt, 6.7.2035, 14.15 Uhr. Ja. So, das ist mein Heli. Da stand noch irgendwas von wegen, ich soll warten, bis alle eingestiegen sind. Aber wie es aussieht, sind ja alle schon drin. Lol. Also habe ich schon gewartet. Ich gehe mal zum Pilotensitz. So, jetzt zeigt meine Info vorab. Ich könnte in der Innenansicht fliegen, mache ich aber nicht. Ich fliege eigentlich meistens in der Außenansicht. Nur zum Schießen oder sonst irgendwas gehe ich in die Innenansicht. Deswegen jetzt... Außenansicht fliegen. So, ich check mal, was ich für eine Bewaffnung habe. Ich habe, seht ihr oben rechts die... Oh, oh, Heli, 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 Heli. Oh, oh, oh. Das wäre schon fast ein Crash gewesen.
Also oben rechts habe ich die Gatling Gun mit 2000 Schuss, 6,5 mm. Und jetzt wechsle ich einfach mal. Ich habe noch Dagre, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Raketen. Also auf jeden Fall ein paar Raketen. Oh, ich krieg eine Meldung. Ah. Wir haben schon ein aktualisiertes Einsatzziel. Wir müssen hier irgendwas angreifen. Zwei Fahrzeuge, die da hinter dem Berg kommen. Okay, ich versuche mich mal in Stellung zu bringen, damit wir die abknallen können. Dafür nehme ich am besten die Raketen. Und jetzt wechsle ich in die Innenansicht, wie bereits erwähnt, um die Autos da unten. So. Nummer 1 müsste down sein. Ich drehe mal schnell. Das zweite Auto fährt dann noch. Okay. Und da schießt was auf mich. Oh, die fahren beide noch. Scheiße. Neu bewaffnen. Optional, nee. Das schaffe ich auch so. Da steht nur noch ein Fahrzeug. Das andere müsste kaputt sein, oder wie? Ja, das sieht gut aus. Scheiße, da ist ein Stein im Weg. بتلا میرسونم همه ماشین از کار افتادن. تایید شد. هایدرا. کار عالی بود. مواظب باشید. حرکت دشمن در نزدیکی مایک 26 دیده میشه. هایدرا. وایپر رد رو در موقعیت پیاده کن و منتظر اطلاعات بیشتر باش. دریافت شد. Wunderbar. Hat doch gut geklappt. Ich bin stolz. Oh, wow. Habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Alter Verwalter. Speicherte einfach mitten im Flug. Gibt's doch nicht. So, da ist die Basis, wo ich hin soll. Wo? Oh. Wow. Wow, Alter, was schießt da auf mich? Meine Fresse, krieg ich fast einen Herzinfarkt. Aufsteigen, Leute! Ach du Scheiße, was schießt denn jetzt noch auf mich? Kann mich verarschen! Oh, oh, da schlagen die Granaten ziemlich nah bei mir ein. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Alle draußen? Mörser zerstören. Da hinten ist anscheinend eine Mörserstellung, die ich zerstören soll. So, ich habe noch zwei Raketen. Ah, nur noch eine. Scheiße. Oh, fuck. Ich war ein bisschen zu tief. So viel dazu. Und so sieht es aus, wenn man bei Arma 3 einen Heli-Crash hat. Ja, wann klappt es schon beim ersten Mal? Hilft da alles nichts, ne? Also ich meine, das muss ich... Oh fuck, ich bin ja jetzt im Flug, ne? Ich habe ja im Flug gespeichert. Das Gute ist, jetzt habe ich beide Raketen noch. Ich habe also nochmal die Chance, die beiden Autos habe ich schon kaputt. Die Mörserstellung mit den Raketen abzuschießen. So, okay, ich muss wieder landen da hinten. Wow, jetzt wäre ich fast nochmal abgestürzt. Es ist schwer, während des Speicherns das Flugmanöver wieder zu übernehmen, was ich gerade ausgeführt habe. So. Ein bisschen abbremsen. Dann landen wir mal hier vorne. So, ich komme zu nah ans Gebäude. So. Komm schon, steigt aus.
Hamle, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wow. Alter. Lol, da hängt einer bei mir fest. Naja. Wir haben ja schon im letzten Level festgestellt, dass die KI nicht besonders intelligent ist. So. Nochmal das Ganze. Ich fliege das Ganze erstmal ein bisschen steiler an. Ich muss ein bisschen mehr Gas geben. So. Oh, komm schon, dreh dich. Ja, top. So, Nachschub. Ich soll Nachschub holen. Das ist gut. Ich habe nämlich keine Raketen mehr. Oh, Alter, mein Herz bleibt immer fast stehen. Gibt's doch nicht. Ohne Vorwarnung. Zack, Bildschirm war stehen. Und ich weiß nicht, was los ist. Und das mitten im Flug. Übrigens, ich finde das Design oben links von der Anzeige des Helis ziemlich gut. Also mir gefällt das sehr gut, wie viel Treibstoff man noch hat und wie die einzelnen Teile des Helikopters gerade demoliert worden sind. Wie der Zustand ist. Lol, bin ich jetzt dran vorbeigeflogen? Oder wo ist der? Ah, da. Der lässt sich irgendwie komisch steuern. Egal. Runter komme ich auf jeden Fall. Runter kommen sie alle. Sie müssen schon abgeschlossen? So, das wäre ja mega einfach gewesen. Roger, Nachschubpunkt 10 Minuten später. Ach so, ja klar, die haben mich ja. Okay. Auftrag erfüllt. Schon geht's weiter. Wo muss ich hin? Ah, da hinten. Was? Ich sollte irgendwas zerstören wieder. Sehr gut. Haben eine Feuerposition auf einer kleinen Felsinsel östlich. Okay. Das ist gut. Dann fliegen wir mal dahin. Ich habe die Raketen drin. So, das war schon. Eine Rakete. Top. Das war ja einfach. Na gut, dann fliegen wir wieder zurück. ja, also man muss nur gut zielen und dann passt das. Das sah jetzt vielleicht wie ein Glückstreffer aus, aber ich meine, mit dem Ding kann man nicht viel falsch machen. Ihr habt in der Mitte diesen Halbkreis. Und mit dem zählt ihr. Sobald sich das Ziel ungefähr im Halbkreis befindet, wird die Rakete auch ungefähr da einschlagen. Auf einem halben Meter mehr oder weniger kommt es dann auch nicht mehr an. Das Problem ist halt, wie eben bei den Fahrzeugen, wenn da Felsen vor sind oder so und die Rakete am Felsen explodiert, ist klar, dass sie dann natürlich nicht so eine große Sprengkraft hat, weil das Fahrzeug ein paar Meter weiter hinten steht. Also sobald ihr irgendwie in die Nähe kommt, die Raketen haben ziemlich großen Explosionsschaden. Von daher passt das schon. So, jetzt kann ich mal den restlichen Flug aus der Innenansicht fliegen. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie die Instrumente reagieren, wenn ich mich bewege. Die sind ziemlich realistisch. Künstlicher Horizont funktioniert wunderbar. Da hinten ist mein Waypoint. Hier, der Waypoint ist irgendwie, könnt ihr den noch sehen? Der ist da fast an der Mittelkonsole. Ich finde, der ist ziemlich undeutlich.
Mein Heli macht gerade so ein bisschen, was er will. Achso, kein Wunder, ich habe auch die Sicht nach unten gehabt. Das erklärt einiges. So. Da sind ja meine Hauptfenster. Na, ich fliege doch lieber aus der Außenansicht. Also ich meine, landen muss man ja... Das kann ich irgendwann mal machen, wenn ich euch verspreche, dass ich ein Level komplett realistisch durchspiele. Aber solange ich noch die Außenansicht zur Verfügung habe, mache ich das auch lieber so. So. Home Sweet Home. Cool. Ich habe das Level abgeschlossen. Wunderbar. War es auch nicht so schwer. Aber ich meine, Helikopterfliegen ist auch an sich nicht schwer. Man muss halt nur treffen. Aber jetzt habe ich die Nachbesprechung geklickt, aber ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den Helikopterflug bei Arma 3 gewähren. Wie gesagt, es kommt alles noch im Editor. Ich werde alle Helikopter durchfliegen und mal erklären, wie man was macht und alles Mögliche. Aber das ist ja erstmal nur Nebensache. Zuerst zocke ich hier diese Präsentation durch. Und als nächstes kommt, wie ihr seht, die Präsentation kombinierte Waffen. Ja, die wird in der nächsten Folge kommen. Vermutlich morgen oder übermorgen. Mal sehen, wie und wann ich Lust darauf habe. Ich bin nämlich jetzt momentan leider wieder auf der Arbeit. Das heißt, ich werde erst gegen 18 Uhr immer täglich zu Hause sein und dementsprechend wenig Videos machen. Aber es wird auf jeden Fall so weit kommen, dass ich alle Präsentationen durchspielen werde. Und ihr werdet nichts verpassen. Naja, dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Schön den Kanal abonnieren, auf Gefällt mir drücken und ja. Ich hoffe, dass ihr wieder Spaß dabei hattet. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß noch!